Ich finde, zurückzutreten ist die beste Entscheidung, die Timmons getroffen hat, seit er hier angefangen hat. Und ja, zitieren Sie mich ruhig. Das war ein Reporter. Offensichtlich wurde soeben bekannt, dass Keith Timmons sein Amt als Bezirksstaatsanwalt aus persönlichen Gründen niedergelegt hat. Seine letzte Amtshandlung war, sämtliche Anklagepunkte gegen Santana fallen zu lassen. Oh, wie wunderbar für Sie. Was denkst du, wieso er das getan hat? Nun ja, er hat nicht viel dazu gesagt, aber ich glaube fest, dass Cruz etwas damit zu tun hat. Meinst du, Cruz hat ihn dazu gebracht, aufzuhören? Ich denke, Keith hat etwas getan, womit er sich selbst und das Büro kompromittiert hat, und das machte ihn verwundbar. Ich werde mich nicht auf diese Weise manipulieren lassen. Was ist das? Das ist Apfelsaft. Es ist ein bisschen früh für was anderes. Was hast du gedacht? Nun ja, wie wir wissen, hast auch du menschliche Schwächen. Oh, das ist wahr, aber meine Laster erwachen etwas später als meine Tugenden. Wie dem auch sei, wollen wir nicht auf den neuen Bezirksstaatsanwalt treffen? Nein, erst wenn es soweit ist. Aber das wird nicht mehr allzu lange dauern. Das Aufsichtsgremium wird übergangsweise einen Bezirksstaatsanwalt ernennen müssen. Und ich habe Freunde im Vorstand. Ich glaube, das wird mir die Sache wesentlich erleichtern. Ich muss nur ein wenig diplomatisch sein. Wegen der Ernennung, meinst du? Ja, aber nicht nur deshalb. Was soll das nun wieder bedeuten? Darüber möchte ich vorerst lieber nicht sprechen. Sagen wir, dass diese Ernennung der erste Schritt auf dem Weg in mein neues Leben ist. Ich verliere dich ungern an Justitia. Sie soll eine sehr eifersüchtige Gebieterin sein. Ich kannte noch keine, die das nicht war. Aber wenn ich ihr gute Dienste erweise, wird sie das sicher zu schätzen wissen. So wie die Dinge bisher gelaufen sind, wäre das eine große Beruhigung für uns beide. Auf unser Wohl. Doch wenigstens einen kleinen Nein, Hinweis. Ich werde nichts verraten. Seid ihr so neugierig, hast hallo? Hast du vor, mich mit verbundenen Augen dorthin zu bringen? Also gut, vielleicht bin ich ja doch bereit, ein paar Informationen mit dir auszutauschen, aber nur vielleicht. Okay, erzähl mir von dem Ausflug. Und was willst du von mir dafür wissen? Keith, du warst der Einzige, der überhaupt nicht überrascht war, dass er zurückgetreten ist. Wie hast du ihn dazu gekriegt? Wie kommst du darauf, dass ich was damit zu tun habe? Ein Spezialteam der Polizei und ein Abbruchkommando waren machtlos. Also wie komme ich wohl darauf? Baby, ich bin nur ein dummer Polizist. Keith wäre der Erste, der dir das bestätigen würde. Was soll aus dieser Familie nur werden, wenn alle so schrecklich dickköpfig sind? Wahrscheinlich werden unsere Kinder genauso neugierig sein wie seine Mutter. Wir werden sehen. Ja, ganz sicher sogar. Ich wünschte, wir könnten eine Doppelhochzeit mit Mom und Dad feiern. Ich fände es schön, wenn wir unsere eigene Hochzeit haben und sie mit uns feiern würden. Abgesehen davon hat mir unsere kleine Zeremonie gut gefallen. Mir auch. Ich muss noch ein paar Sachen einpacken und dann kann's losgehen. Ich wollte dich noch was fragen. Bitte, Cruz, vertrau mir. Baby, ich kann nicht einfach so losfahren. Ich habe noch einiges im Revier zu regeln, das musst du einsehen. Also gut, aber lass das Telefon klingeln, öffne keine Briefe und lass dich nicht ansprechen. Ich möchte ohne viel Verspätung losfahren, okay? Wie wär's, wenn ich dich in einer Dreiviertelstunde abhole? Na, in Ordnung. Na gut. Ja, könnte ich bitte Inspektor Castillo sprechen? Hat er heute Dienst? Ja, verstehe. Ich habe es schon zu Hause versucht, aber dort war niemand erreichbar. Wissen Sie vielleicht, wo er sich aufhält? Es ist ein Notfall. Es ist sehr dringend. Ja, danke. Ich warte. Ja, ich bin noch dran. Bei den Captains. Aber Sie sind nicht sicher. Er ist gut. Ja, danke. Sie waren sehr froh. Nehmen Sie Ihre Hände weg. Ich will jetzt sofort von Ihnen wissen, wie lange Sie noch vorhaben, mich hier festzuhalten. Denn jetzt sind 23 Stunden um, Herr Staatsanwalt. Und eines sage ich Ihnen, egal was Sie mir noch antun werden, egal wie brutal Sie mich noch schlagen lassen, ich habe Ihnen nicht das Geringste zu sagen, lieber Kelly. Miss Capwell. Ich warne Courtney. Sie. Lassen Sie mich hier raus, sonst werde ich dafür sorgen, dass Sie Ihnen wirklich sehr leid tut. Heißt das, Sie drohen? Allerdings. Ich werde nicht mit Ihnen über Kelly reden. Ich habe nämlich einiges über Sie zu sagen, was weit über das hinausgeht, was Sie mir hier angetan haben. Oh, Hodges, könnten Sie uns allein lassen? Ja. Für eine Sekunde. Ich rufe Sie, wenn ich Sie brauche. Versuch nicht zu leugnen, dass du eine Affäre mit ihm hattest, Maddie. Hier sind die Beweise. Ach, du Kleine.
Woher hast du sie? Was hast du getan? Einen Privatdetektiv auf mich angesetzt? Wieso willst du wissen, wo ich die Fotos her habe? Was dich wirklich beunruhigen sollte, ist, was ich damit machen werde. Du würdest es sowieso nicht wagen, sie jemandem zu zeigen. Oh, da wäre ich mir nicht so sicher. Weißt du, ich finde, die Leute sollten über dich Bescheid wissen. David sollte wissen, was er sich geangelt hat. Andauernd hast du irgendetwas an ihm auszusetzen und wirfst ihm vor, dich zu verletzen, obwohl du doch diejenige bist, die ihn ständig betrügt. Courtney, du bist doch nur ein unwissendes Kind. Du weißt nicht das Geringste über sowas wie die Ehe oder über die Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau. So viel ich weiß, hattest du noch nicht mal eine feste Freundschaft bis jetzt. Nein, allerdings nicht. Dafür hast du ja gesorgt. Wovon sprichst du? Ich hasse dich für das, was du mir angetan hast. Und für das, was du jedem antust, der dir zu nahe kommt. Courtney, was spinnen Sie sich jetzt schon wieder über mich zurecht, ne? Die Wahrheit. Oh, ich habe eine ganze Reihe von Wahrheiten zu bieten. Die Wahrheit über mein Leben, die Wahrheit über mich selbst. Welche hätten Sie denn gern? Die Wahrheit über die Affäre mit meiner Schwester. Madeleine mag tot sein. Aber das gilt nicht für einige ihrer Geheimnisse. Wie haben Sie das herausgefunden? Hm? Hat Madeleine es Ihnen erzählt? Nein, das glaube ich nicht. Sie hatte schreckliche Angst davor, dass wir entdeckt werden könnten. Es gibt Fotos von Ihnen beiden zusammen. Was Sie nicht sagen. Oh, Sie sind ja so selbstherrlich. Ihnen muss doch klar sein, wie merkwürdig es aussehe, wenn es rauskommen würde. Man wird sich fragen, wieso Sie es verschwiegen haben, als sie umgebracht wurde. Vielleicht würde man Sie sogar verdächtigen. Was zwischen uns war ein heftiges Austoben. Mehr nicht. Nichts, was gegen mich verwendet werden könnte. Lassen Sie sich was anderes einfallen. Ich glaube, ich weiß, wo die Fotos sind. Jedenfalls kann ich sie besorgen, wenn es sein muss. Ich sag's nur ungern, aber Sie verschwenden Ihre kostbare Zeit. Vergessen Sie das Ganze. Heute ist mein letzter Tag als Bezirksstaatsanwalt. Ich habe meinen Rücktritt eingereicht. Was? Ja, da starren Sie, hä? Ich find's wirklich überaus schade, dass Ihre ganze Mühe umsonst ist. Vielleicht versuchen Sie es ja bei Castillo. Er wird ab jetzt für Sie zuständig sein. Er hat ja nachweislich eine Schwäche für den Capwell-Clan, hä? Ich meine, er wird sie wahrscheinlich innerhalb von einer Stunde freilassen. Moment! Finger weg! Hier bist du also. Grundgütiger, du hast mir gerade noch gefehlt. Tut mir leid, wenn ich störe, Courtney, aber ich habe etwas sehr Wichtiges mit unserem Ex-Staatsanwalt zu besprechen. Courtney, könnten Sie draußen warten? Ich bin sicher, Cruz wird jeden Moment hier sein. Danke. Das ist ganz reizend. Wiedersehen. Kommen Sie. Falls du meinen Untergang feiern wolltest, dazu ist es noch viel zu früh. Oh. Und ich bin extra gekommen, um darauf anzustoßen. Weißt du übrigens, wie ich mich fühle? Nein, aber du wirst es mir bestimmt gleich sagen. Ich fühle mich verheiratet. Ich brauche dazu keine offizielle Bestätigung. Ich weiß, was du denkst. Dieser Ring erscheint mir nicht wie ein Stück Metall oder ein Symbol. Es ist, als wäre er du. Moment mal, willst du damit sagen, dass du mich um deinen kleinen Finger gewickelt hast? Das wäre doch was. Ich wünschte, wir würden sie nie wieder abnehmen. Ja, trotzdem ist es jetzt wohl ein wenig unangebracht, sie zu tragen. Ich würde dich so gern irgendwohin mitnehmen, wo es wirklich schön ist. Tahiti oder zu den Fidschi-Inseln oder zu einem Fjord in Norwegen. Tahiti? Mein Dad hat früher immer von Tahiti geschwärmt, von diesen heißen, tanzenden Girls. Ruhe jetzt. Wir müssen zur Hochzeit meiner Eltern zurück sein, das weißt du. Es wird eine Eintagesflitterwoche und dieser Tag wird großartig. Du bekommst dein eigenes Tahiti. Hör zu, Kleines. Ich muss im Revier Bescheid sagen, wo ich sein werde. Kannst du ihn nicht einfach sagen, du wüsstest von nichts, dass du mal einen freien Tag brauchst, dass du mal aufsparen musst? Wir werden doch mal ohne dich fertig werden. Ich kann nicht so viele Worte hintereinander sagen. Ich meine nur, dass du nicht verraten sollst, wo wir hinfahren. Gib doch ein einziges Mal nach, bitte. Meinetwegen. Einmal gehe ich nach. Jetzt, wo du dein Leben zerstört hast, willst du wohl auch meins zerstören. Was meinst du damit, es Lena? Es hat mich Monate gekostet, Santana dahin zu kriegen, wo ich sie haben wollte. Ich musste sie gehen lassen. Ach ja, musstest du das? Ja, es gehörte zu meiner Abmachung mit Castillo. Abmachung? Alles, was dir geblieben ist, ist deine Katze und deine Unterwäsche. Hör zu, Gina. Sei froh, dass ich nicht anfange, über dich auszupacken. Du magst denken, du seist tief gesunken, Keith, aber du würdest noch viel tiefer sinken, wenn ich erstmal ausplaudere, was ich alles über dich weiß. Bitte auf damit. Damit wir uns richtig verstehen. Ich würde es zwar vorziehen, Santana hinter Gittern zu sehen, aber es ist mir letztlich egal. Auch sie kann mich nicht aufhalten, niemand kann das. Zu beobachten, wie du deine kleinen Intrigen spinnst, ist eine ehrfurchtgebietende Erfahrung, aber was immer du tust, bitte halt mich da raus. Du musst dir keine Sorgen machen, lieber Freund. Du hast nichts mit dem Plan zu tun, den ich im Kopf habe. Aber er kommt dir sicher bekannt vor. Du wirst dich doch an das Videoband erinnern, den Beweis für Kellys Unschuld. Cici Capwell erhält es nur dann, wenn er verspricht, mich zu heiraten. Gina, das ist wirklich ein Wunder. Ich meine, das ist wirklich erstaunlich. Gestern hast du noch gehumpelt und heute humpelst du nicht mehr. Oh,
Das kannst du bitteschön für dich behalten. Du willst doch nicht Santana deswegen verklagen. Ich bin froh zu sehen, dass dein Verstand nicht völlig davongeflogen ist. Du machst deinen Scherze. Santana hat mir großen emotionalen und körperlichen Schaden zugefügt. Sie hat meine Fähigkeit beeinträchtigt, für meinen Lebensunterhalt zu sorgen. Welche Fähigkeit meinst du? Das Backen von giftigen Keksen? Eigentlich habe ich daran gedacht, dass vielleicht du mich in diesem Fall vertreten könntest. Aber bei dieser lausigen Einstellung, Keith... Ich weiß das natürlich zu schätzen, aber ich habe schon ein besseres Angebot als Page im Capwell Hotel. Ich habe nur versucht, ein bisschen nett zu sein. Du tust mir wirklich leid. Ich brauche dein Mitleid nicht. Dies ist ein vorübergehendes Tief. Ich werde bestimmt bald wieder ganz oben sein. Und dann werde ich Castillo so fertig machen, dass er sich davon nie mehr erholt. Nein, ich bin nicht da. Sind Sie taub, Mason? Keiner ist so taub wie derjenige, der etwas nicht hören will. Was wollen Sie? Soviel ich weiß, gibt es hier einen äußerst unfähigen Staatsanwalt zu verabschieden. Sehe ich das richtig? Wie schön zu sehen, dass du noch auf seiner Seite stehst, wo doch seine letzte Stunde geschlagen hat. Ich bin auch immer auf deiner Seite gewesen, Mason, unabhängig von Misserfolg oder Erfolg. Es hat mich schon immer verblüfft, auf wie vielen Hochzeiten du zur selben Zeit tanzen kannst. Ihr gebt eine großartige Vorstellung. Wieso geht ihr nicht auf Tournee damit? Ich muss euch jetzt leider verlassen. Ich habe sehr viel zu erledigen. Lass dich nicht aufhalten. Leb wohl. Oh, bye bye. Wir sehen uns. Wenn sich's nicht vermeiden lässt. Sie würden gern bald hier einziehen, was? Sobald es irgend geht. Ihr Herr Vater hat dafür gesorgt, dass Sie den Job hier erhielten. Meinen Sie, er kann Sie auch ganz nach oben bringen? Oh, ich glaube, ich kann das ganz gut allein schaffen, Keith. Ich glaube nicht, dass Sie das schaffen würden, wenn Sie nicht Capwell hießen. Aber vielleicht schaffen Sie es doch. Wie Sie in aller Öffentlichkeit versagen, würde ich gern miterleben wollen. Verwechseln Sie mich bitte nicht mit sich selbst, Timmons. Sie sind ein klassisches Beispiel für Inkompetenz. Sie projizieren Ihre eigenen Schwächen auf andere. Ich auf der anderen Seite bin ein Spätzünder und dieses Büro hier ist nur ein Sprungbrett für mich. Das Springen wird Ihnen möglicherweise in Ihrer neuen Funktion vergehen, wenn als erstes von Ihnen verlangt wird, Ihre liebe Schwester Kelly in den Zeugenstand zu rufen. Wenn Sie also wissen, wo sie sich versteckt, wäre es besser, dafür zu sorgen, dass sie zurückkehrt. Oh, ich denke, es wird mir nicht schwerfallen, meine Prioritäten richtig zu setzen. Trotz alledem weiß ich Ihren Rat zu schätzen. Oh nein, das tun Sie nicht. Ihr Capwells schätzt nichts außer euch selbst. Mit eurem Geld und eurer Macht glaubt ihr, ihr könntet jedes Hindernis aus dem Weg räumen. Ich hoffe, dass es diesmal nicht funktioniert. Ich hoffe, die Mechanismen der Macht werden auch Sie vernichten. Ich mache jetzt schon Listen von meinen Listen. Ich freue mich für dich. Danke, Schatz. Keine Ursache. Was soll das? Was hast du vor? Willst du irgendwo hinfahren? Ich fahre in eine Art Flitterwoche. Ich weiß, es klingt etwas eigenartig, aber so viele Monate sind vergangen und Cruz und ich hatten das Gefühl, wir müssen etwas tun. Und was habt ihr getan? Oh, naja, wir sind in eine Kirche gegangen und haben eine Art Hochzeit gefeiert. Wir versicherten uns, wie sehr wir uns lieben und dass wir immer füreinander da sind. Wir haben sogar Ringe getauscht. Oh, es war sehr wichtig für uns, Mama. Schatz, was für eine schöne Idee. Es klingt wundervoll. Ja. Aber wenn du nicht zu unserer Hochzeitsprobe erscheinst, bringe ich dich um. Ich werde ganz sicher da sein. Dann fahre ich nur für einen Tag und eine Nacht weg. Das verspreche ich. Also gut, mein Kleines, dann geh nur. Ich wünsche dir viel Spaß und krieg keine Schuldgefühle, dass du mich nicht bei den Vorbereitungen für die Hochzeit unterstützt. Obwohl ich am Rande eines Nervenzusammenbruchs stehe. Geh nur und denk nicht an deinen Nervenzusammenbruch. Du bist so unerschütterlich wie ein Fels. Du schaffst das schon. Ich liebe dich über alles. Ich werde jetzt gehen und nochmal den Floristen anrufen und vielleicht auch noch die Schneiderin und dann wäre da noch der Party-Service. Ja, und ich sehe, ich hoffe, ich mache. Ich verspreche es dir. Hallo, Victoria. Man sagte mir, Cruz wäre hier. Nein, er ist nicht hier.
Ich muss ihn dringend sprechen. Das darf doch nicht wahr sein. Eben, es ist äußerst wichtig. Nach 5 Jahren kommen Sie zurück in die Stadt und Cruz soll der einzige Mensch sein, der Ihre Probleme lösen kann. Ich glaube, Sie denken sich diese Probleme aus, damit Sie ihn treffen können. Es geht um die Ohrringe. Victoria, gehen Sie. Ich bin es endgültig leid, mich mit Ihnen über dieses langweilige Thema zu unterhalten. Wenn Sie mich in Zukunft nicht in Ruhe lassen, dann werden Sie mich noch kennenlernen. Haben Sie mich verstanden? Und jetzt entschuldigen Sie mich, ich habe es eilig. Eden, Sie sehen das falsch. Sie ahnen nicht, wie zerbrechlich das, was Sie haben, ist. Ich bin nicht Ihr Feind. Aber das müssen Sie wohl selbst herausfinden. Wir müssen aufhören, uns auf diese Weise zu treffen. Wer sagt das? Mach's dir nicht allzu gemütlich. Ich habe eine Verabredung zum Lunch. Ich kann doch hier sitzen und meine müden Knochen ausruhen, bis deine Verabredung auftaucht. Außerdem muss ich dich etwas äußerst Wichtiges fragen. Die Antwort ist nein. Ich will unbedingt wissen, wo Kelly ist. Ich muss mit ihr reden. Glücklicherweise habe ich nicht die leiseste Ahnung, wo sie ist. Mason, es ist in Ihrem Interesse, dass ich Sie schnell sehe. Ich bin sicher, wo immer sie ist, wünscht auch sie nichts sehnlicher, als dich zu sehen. Ich weiß, sie ist in der Stadt. Keith hat's mir gesagt. Das will nichts heißen. Ich glaube, Keith, in dieser Sache. Wenn du nicht hilfst, finde ich einen anderen Weg. Was magst du wohl so Wichtiges mit Kelly zu reden haben, Gina? Wenn du mir sagst, wo sie ist, weihe ich dich ein. Also gut. Sie versteckt sich im Keller des Familienmausoleums. Du lügst. Stimmt. Na schön, Mason, ich nehme an, ich kann dich nicht zwingen. Mit anderen Worten, du gibst dich also geschlagen. Was ich dir noch sagen wollte, ich komme nur noch nicht dazu. Ich würde es gerne sehen, wenn du der nächste Bezirksstaatsanwalt werden würdest. Oh, das ist ja wirklich reizend von dir. Auf diese Weise verschwinden meine Strafzettel. Werd nur nicht zu übermütig. Ich habe dir bereits einen großen Gefallen getan, indem ich niemandem von dieser Druckplatte erzählt habe, die ich neulich in deinem Motelzimmer gesehen habe. Den Gag habe ich immer noch nicht durchschaut. Eine geprägte Einladung zur Vermählung von Gina und C.C. Capwell, hm? Noch nie davon gehört, dass sich Geschichten ständig wiederholen? Gina, selbst wenn du die letzte Frau auf Erden wärst, wenn du im Besitz der Geheimnisse ewiger Jugend und ewig währendem Leben wärst, wenn du die besten, giftfreisten Schokoladenplätzchen der Welt backen könntest, würde mein Vater dich trotzdem niemals wieder heiraten. Ja, ich habe es eingefahren. Auf Wiederhören. Ich bin so froh, dass du wieder zurück bist. Das bin ich auch. Ist alles in Ordnung? Fehlt dir wirklich nicht? Ja, aber dem wäre nicht so, wenn Ted nicht gewesen wäre. Courtney, ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar wir sind für das, was du für Kelly getan hast. Ihr seid meine Familie. Ich weiß, ihr würdet dasselbe für mich tun. Ja, das würden wir. Ich habe den Koch angewiesen, dir ein besonderes Begrüßungsessen zu machen. Ich werde in die Stadt gehen. Vielleicht kann ich Ted sehen. Ich bin bald wieder zurück. Ist gut. Hast du vielleicht Pearl gesehen oder weißt du, wo er sein könnte? Nein, keine Ahnung. Wieso denn? Ich habe eine Nachricht für ihn, aber er war nicht zu Hause, als ich angerufen habe. Weißt du, ich bin sicher, ich werde ihn nachher sehen. Wenn du willst, kannst du sie mir geben. Ich sorge dafür, dass er sie bekommt. Ach, ist gut. Vielen Dank. Es tut mir wirklich leid, dass es Ted nicht möglich sein wird, zu eurer Hochzeit zu kommen. Wir wollten am liebsten alles verschieben, aber er wurde wütend und bestand darauf, dass wir nichts ändern. Wahrscheinlich hat Ted recht. Wenn zwei Menschen ihr Leben miteinander verbinden wollen, dann sollte sie nichts aufhalten. Du bist sehr romantisch. Ich weiß. Das ist eine wunderbare Eigenschaft. Und jetzt möchte ich, dass du dich ein bisschen hinlegst, bevor das Essen serviert wird. Ich sage Koch Bescheid. Gut. Danke. Mann, ich bin ja so froh, dich zu sehen, Courtney. Ich war im Revier, um zu sehen, wie es dir geht. Und die sagten mir, man hätte dich bereits freigelassen, hä? Ja. Wie geht es dir? Sag doch was. Oh, dieser Schwein. Cruz hat mir erzählt, was passiert ist. Und da bin ich so schnell wie möglich hergefahren. Gut, also, wie geht es dir? Mir scheint, einige Leute würden fast alles tun, um zu Kelly zu gelangen. Hör zu, es tut mir leid. Ich meine mein Benehmen von gestern. Ich war ein gefühlloser Klotz, nicht wahr? Ja, das ist nicht übertrieben, Pearl. Courtney, bitte entschuldige, ich hätte einiges deutlicher sagen müssen.
Weißt du, da sind zum Beispiel wichtige Dinge zwischen Kelly und mir, die vollkommen ungeklärt sind. Ich verstehe dich nicht. Du redest, als hätte unser Gespräch gestern nicht stattgefunden. Hast du vielleicht eine masochistische Ader? Courtney, ich bitte dich doch jetzt keineswegs darum, mir zu helfen. Versteh doch, ich versuche einfach nur, dir etwas zu erklären. Mehr nicht. Ich bin in Sorge um Kelly. Weißt du, ich vermute, dass es irgendetwas gibt, worüber sie wütend ist und weswegen sie mich nicht sehen will. Wie auch immer, es muss ein Missverständnis sein zwischen ihr und mir. Wieso sollte sie sich sonst so merkwürdig verhalten? Ich wüsste keinen Grund. Hä? Das ist nicht die Kelly, die ich kenne. Vielleicht kennst du sie auch gar nicht. Weißt du, was für sie das einzig Wichtige neben ihrer eigenen Sicherheit gewesen ist? Das war Nick. Nick Hartley? Ich weiß nicht. Das wage ich zu bezweifeln, wirklich. Weißt du, Pearl, tu dir nur keinen Zwang an. Von mir aus nenn mich eine Lügnerin oder sonst was, aber ich werde ganz sicher nicht sagen, wo sie ist. Das weiß ich, Courtney. Ich bitte dich ja auch nicht, das zu tun. Ich werde versuchen, es irgendwie selbst herauszufinden. Mr. C besitzt eine Menge Land außerhalb von Santa Barbara. Dort irgendwo muss sie sein. Pearl, mir liegt zu viel an dir, als dass ich zusehe, wie du deine Energie verschwendest. Was meinst du? Ich meine, dass du sie gestern noch hättest finden können. Aber jetzt ist sie nicht mehr in der Stadt. Sie haben sie an einen Ort gebracht, der sicherer für sie ist. Wohin? Pearl. Das glaube ich einfach nicht. Wieso sollte sie mir das antun? Ich kann es nicht verstehen. Könntest du... Courtney, hat sie vielleicht einen Brief oder eine Nachricht hinterlassen oder hat sie angerufen? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, es wäre eine gute Idee, die Sache hinauszuschieben. Kies. Gina. Der Ex-Stadtin. Hast du dein Büro schon geräumt? Nein, ich behalte es als Wochenendhäuschen. Oh, bitte entschuldige. Ich wollte zwar gerade gehen, aber... Wenn du willst, bleibe ich noch auf einen Kaffee. Nein, ich möchte einen doppelten Scotch on the Rocks und schreiben Sie es auf Ihre Rechnung. Ja, Sir. Wenn ich mit jemandem ausgehe und zahle, sollte er wenigstens rasiert sein. Wer sich von dir was bezahlen lässt, ist wahrscheinlich nicht alt genug, um sich zu rasieren. Manchmal erinnerst du mich an Brandon, meinen kleinen Brandon. Wenn er Streit mit seinen Spielkameraden hatte, ließ er es an seiner Mutter aus. Nur mit dem Unterschied, dass er erst drei war. Du bist aber nicht meine Mami. Nein, aber immer noch dein einziger Freund. Das ist eine wahrlich beängstigende Vorstellung. Bitte. Ich wüsste zu gerne, was du jetzt vorhast. Ich trinke das aus und danach trinke ich noch einen. Das wird deine Probleme lösen. Du warst doch eigentlich nie ein Verlierer. Auch wenn es jetzt schlecht aussieht, irgendwann wirst du wieder oben sein. Ja, wirklich großartige Aussichten. Ich habe nur versucht, dich ein wenig aufzurichten. Das ist nicht gerade deine starke Seite, aber ich danke dir trotzdem. Wenn es Trost ist, den du suchst, komme ich doch später besuchen, Keith. Ich gebe dir allen Trost, den du willst. Nein, danke. Ich bin heute nicht in der Stimmung, deinen... Bettgenossen zu spät, weißt du? Hat dich das gekränkt, oder was? Oh, bitte entschuldige. Ich hatte gerade eine Erscheinung. Offensichtlich kaufen wir in denselben Läden. Die sehen jedenfalls nichts mehr von meinem Geld. Dann wird der Laden bestimmt bald pleite sein. So, ich werde jetzt rübergehen und mich mit Miss Light unterhalten. Und du willst mich wirklich nicht besuchen? Nein, wirklich nicht. Hör zu, vergiss nicht zu humpeln und pass gut auf dich auf. Sie könnte dich vielleicht heilen. Guten Tag, Lilly. Hallo, Gina. Wie geht's Ihrem Bein? Nicht besonders, wie Sie wohl sehen. Sie haben Mason verpasst. Ja, ich weiß. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Danke. Wie finden Sie, dass er Bezirksstaatsanwalt werden will? Was immer Mason tut, soll mir recht sein. Da bin ich sicher, Lilly. Ich denke, er wäre ein wundervoller Bezirksstaatsanwalt. Er führt zu Ende, was immer er vorhat. Es ist nur bedauerlich, dass Sie seinen Werdegang nicht verfolgen können. Und was soll das heißen? Ihre Anwesenheit zerstört deine Chance, ernannt zu werden. Die Leute finden, dass er ein komischer Kauz geworden ist. Sie nehmen ihn nicht mehr ernst. Schlimmer noch, sie verlieren ihr Vertrauen, weil sie sehen, dass er eine Beziehung zu einer Frau hat, die möglicherweise in den Todesfall von Emmy Wallace verwickelt ist. Seien Sie ruhig, das reicht jetzt. Ich hatte die Absicht, in Ruhe Mittag zu essen, und zwar allein. Ich werde einfach woanders hingehen. Denken Sie darüber nach, das rate ich Ihnen. Wieso lassen Sie Mason nicht in Ruhe? Es gibt eine Menge anderer Seelen, die der Rettung bedürfen. Hey, warten Sie mal. Warten Sie, Lilly. Sie haben meine Tüte. Das ist meine Tüte. Was ist mit Ihrem Humpelbein? Fragen Sie nicht zu viel. Geben Sie mir die Tüte. Also wirklich. Hochzeit von Channing Creighton Capwell und Gina DeMott Capwell? Geben Sie her und kümmern Sie sich um Ihre eigenen Angelegenheiten.
habe mir ernsthafte Hoffnung gemacht, Pearl, und das wusstest du. Wieso hast du mich so nahe kommen lassen, wo du doch eigentlich Kelly wolltest? Oh nein, Courtney, das ist nicht wahr. Du siehst da etwas falsch. Mir liegt sehr viel an dir, ehrlich. Und das war immer schon so. Ich glaube nicht daran, dass jemand, dem ich etwas bedeute, so grausam zu mir sein kann. Courtney, glaub mir, mir liegt eine Menge an dir. Nein, Pearl, ich war nicht mehr als eine Lückenbüßerin für die Zeit, in der Kelly nicht greifbar war. Oh, komm schon, Courtney, du weißt, dass das nicht wahr ist. Du weißt doch... Mir hätte klar werden müssen, als du zu ihr ins Krankenhaus gegangen bist. Ich bin ins Krankenhaus gegangen, um etwas über meinen Bruder herauszufinden. Du hast mich sogar geliebt in der Nacht, bevor du eingewiesen wurdest. Hast du dabei vielleicht an Kelly gedacht, Pearl? Zu diesem Zeitpunkt war Kelly nur irgendein Name für mich. Versteh doch, ich kann nichts dafür, was passiert ist. Ich tat es doch nicht absichtlich. Ich meine, was hätte ich denn tun sollen? Ich kam in die Nervenklinik und sah eine Frau, die mir einfach nur leid tat. Und der ich versuchen wollte zu helfen, das ist alles. Ob du sie wohl auch langweilig finden wirst, nachdem du mit ihr geschlafen hast, so wie mich? Meine Güte, Courtney, hör jetzt endlich auf damit. Versuch nicht, unsere Beziehung schlechter hinzustellen, als sie wirklich war. Glaub mir, ich habe mein Bestes getan, um ehrlich zu dir zu sein. Ehrlich, ach, was immer auch vorgefallen ist. Deine Ehrlichkeit machen mich krank. Das ist doch nichts als eine Entschuldigung für dich, damit du dich nicht schlecht fühlen musst, wenn du jemandem wehtust. Weißt du, für jemanden, der behauptet, mich so zu lieben wie du, Courtney, hast du eine ziemlich schlechte Meinung von mir, findest du nicht auch? Du bist doch nicht einmal ehrlich zu dir selbst, Pearl. Die Suche nach deinem Bruder war doch nichts als ein Vorwand, um in Kellys Nähe zu gelangen. Weißt du, ich kann wohl sagen, was ich will. Du glaubst mir ja doch nicht. Deine Meinung steht fest, also ist es vielleicht besser, wenn ich jetzt abhaue, nicht? Ja. Ich finde, das ist eine gute Idee. Und du brauchst auch gar nicht mehr zurückzukommen, Pearl, denn ich würde nur glauben, dass du was über sie herausfinden willst. Oh, so ein Mist. Pearl, hallo. Hallo, Tori, ich wollte gerade gehen. Ist Cruz hier? Cruz? Nein, sieht nicht so aus. Gesehen habe ich ihn nicht. Man hat mir gesagt, dass er und Eden das Polizeirevier gerade verlassen haben. Ich habe gedacht, sie wären vielleicht hier. Was ist los? Ich muss mit ihm sprechen. Es ist ein Notfall. Ein Notfall? Brauchen Sie die Hilfe der Polizei oder was meinen Sie? Nein, es ist persönlich, aber ausgesprochen wichtig. Und auf dem Polizeirevier konnte Ihnen keiner sagen, sie wo er ist? Sie haben keine Antworten. Tja, wissen Sie, Tori, eigentlich... weiß keiner genau, wo Sie hin wollten. Pearl, wenn Sie wissen, wo Sie sind, bitte sagen Sie es mir. Das bringt mich ein wenig ins Dilemma. Tori, sehen Sie, ich habe mehr zufällig davon erfahren. Eden fragte mich, ob ich noch mein Boot hätte, und zwar wegen eines Privattransportes zu einer gewissen Insel. Da ich mein Boot aber nicht mehr habe, konnte ich sie auch nicht hinbringen. Auf welche Insel? Tja. Pearl, es steht sehr, sehr viel auf dem Spiel, wirklich. Cruz wird Ihnen dankbar sein. Tja, aber was ist mit Eden? Wenn sie versteht, was los ist, wird sie es auch sein. Anna Carper. Anna Carper, wo ist das? Wie komme ich dorthin? Nein, nein, hören Sie. Vergessen Sie am besten sofort wieder, was ich gesagt habe. Ihr unerwartetes Auftauchen würde eine Menge von Peinlichkeiten für alle Beteiligten haben. Ja, ich weiß, aber ich muss es trotzdem tun. Und ich werde dorthin kommen, mit oder ohne Ihre Hilfe. Wow, was ist denn hier passiert? Eden, wer ist für das hier verantwortlich? Meine Elfe. Deine Elfen? Meine Elfen. Werden sie später auftauchen und für uns tanzen? Nein, aber ich vielleicht. Du willst noch, dass ich den Verstand verliere? Genau das hatte ich vor. Du musst dir vorstellen, dies wäre ein exotischer Ort, sehr weit weg, so wie Tahiti. Tahiti? Ich kann meine Hände nicht von Ihnen lassen, Mrs. Castillo. Ein Moment, Elvis. Hast du gesagt? Ich kann meine Hände nicht... Nein, ich meine danach. Mrs. Castillo. Und jetzt wiederhole. Ich kann meine Hände nicht... Mrs. Castillo. Nochmal, los. Mrs. Castillo. Das bin ich. Mrs. Cruz Castillo. Eden Carol Castillo. Die Frau des Inspektors, die gute alte Eden. Ja, Baby, die gehören alle mir. Ich
Ich verspreche, wenn ich zum Bezirksstaatsanwalt ernannt werde, sorge ich dafür, dass dieses Büro die Würde und Integrität zurückerhält, die es verdient. Und dann verspreche ich, dass ich den loswerde, der mich jetzt gerade stört. Es tut mir leid, ich kaufe nichts, auch keine Kekse. Du weißt, Mason, ich würde dich nicht stören, wenn es nicht furchtbar wichtig wäre. Wieso kommst du nicht rein, Gina? Kann ich dir etwas anbieten, ein Steak vielleicht oder etwas Lobster? Offensichtlich nimmst du mich nicht besonders ernst. Du vertraust mir nicht, Mason. Und das macht es sehr schwer. Allerdings. Wieso setzt du dich nicht und ruhst dich ein wenig von der Humpelei aus? Sehr witzig. Ich frage mich, wie ich dich davon überzeugen kann, dass mir dein Wohlergehen wichtig ist. Bevor du anfängst, Witze zu machen, lass mich ausreden. Es hat eine Zeit gegeben, da dachte ich, wir finden zueinander. Leider wurde nichts daraus. Aber du hast nie aufgehört, mir etwas zu bedeuten. Gina, ich werde dir nicht sagen, wo Kelly ist. Das ist im Moment unwichtig. Der Grund, warum ich hier bin, ist, dass ich deinetwegen beunruhigt bin. Wegen deiner Verbindung zu Lily. So wie ich die Sache sehe, verdirbt sie dir jede Chance auf einen Aufstieg in deiner politischen Karriere. Ich möchte, dass du sie endlich aufgibst, und zwar bevor sie dich ruiniert. Das sieht ja ganz so aus, als würdest du es ernst meinen, Gina. Ich mein's todernst, Mason. Ich bin zutiefst gerührt. Das bin ich wirklich. Und ich habe dir auch ein Geständnis zu machen. In der letzten Zeit sind mir Zweifel gekommen, ob ich nicht vielleicht ein wenig voreilig war in meiner Begeisterung für Lily. Ich meine, eigentlich kannte ich sie überhaupt nicht. Ich bin völlig deiner Ansicht. Und vergiss nicht, du warst ganz schön angeschlagen. Wenn du nicht vom Erdboden verschwunden gewesen wärst nach Marys Tod, dann wäre es mir möglich gewesen, dich zu pflegen und dir in jeder Hinsicht beizustehen. Das hättest du wirklich alles für mich getan, Gina. Was für eine Frage. Du weißt, wie viel du mir bedeutest, nicht wahr? Ich fand dich immer schon weise und männlich. Und so begehrenswert. Hast du jemals so etwas für mich empfunden? Wenigstens ein bisschen? Besonders männlich fand ich dich nie. Ich liebe deinen Sinn für Humor. Gina! Apropos begehrenswert, Mason. Findest du mich denn immer noch so aufregend? Ich wünsche so sehr, dass du mich begehrst, so wie du es früher getan hast. Wir hatten so viel Spaß miteinander. Kein Mann hat jemals in mir solche Gefühle ausgelöst wie du. Ich würde alles für dich tun. Würdest du auch auf die Knie fallen vor mir? Was? Du hast ganz richtig gehört. Gina, du bedeutest mir auch etwas. Und zu deinem eigenen Besten möchte ich, dass du auf die Knie gehst und einen Schwur leistest. Was für einen Schwur denn? Dass du dich von jetzt an den Sünden des Fleisches enthältst. Aber warum sollte ich das tun? Natürlich, damit du geläutert wirst. Ich habe es getan. Und wenn du zu meinem Leben gehören willst, dann tust du es auch. Warte mal, du hast einen Eid auf Keuschheit geleistet? Und was ist mit dir und deiner Lily? Sprech nicht von Lily, mir geht es um dich, Gina. Wenn du allen fleischlichen Versuchungen abschwörst, dann kannst du mich haben. Was soll ich dann mit dir machen? Mir eine liebevolle Freundin sein. Willst du dich mir anschließen? Mir schwebte eine andere Beziehung vor. Ich halte eine gewisse Abwechslung für wichtig. Tja, das sind meine Bedingungen und ich lasse nicht mit mir handeln. Was soll's? Könnten wir nicht bis morgen früh damit warten? Abstinenz und Keuschheit, liebe Gina. Schwöre jetzt, wenn du zu mir gehören willst. Also gut. Ich schwöre hiermit, rein und keusch zu sein und niemals wieder etwas Schlechtes zu tun. Halleluja! Gut. Nun endlich können unsere Seelen kommunizieren. Ich finde, es wäre eine sehr gute Idee, irgendwo hinzugehen und zu sehen, ob die Menschen den Unterschied feststellen, nur wenn sie mich sehen. Ja, tu das. Also, leb wohl, Mason. Küssen zählt doch nicht, oder? Ich fürchte doch, Gina. Oh, dann werde ich also darauf verzichten müssen. Also gut. Ich kann dir nicht sagen, wie lange ich das schon tun wollte. Wiedersehen. Ja, und nochmals vielen Dank für Ihre Geduld. Wieso dankst du mir nicht für meine Geduld? Oh, das würde ich, wenn du sie hättest. Das war der Florist. Ich habe mein Bouquet ändern lassen. Ändere lieber deine Meinung über uns. Komm, lass uns nach oben gehen. Ich verschließe die
Tür und mach dich die Welt vergessen. Nur noch zwei Tage bis zu unserer Hochzeit, Darling. Das Warten wird sich lohnen. Du wirst sehen. Und du wirst sehen, dass die Gefühle, die ich für dich habe, niemals nachlassen werden. Denn ich bin einfach verrückt nach dir. Das reicht. Du machst mich verrückt, weißt du das? Also gut, ich werde mich an die Regeln halten. Da ich nun über so viel Zeit verfüge, könnte ich mich nützlich machen. Was kann ich für dich tun? Eigentlich habe ich so ziemlich alles unter Kontrolle, nur die liebe Gina nicht. Gina? Was hat sie schon wieder getan? Ich frage mich, was sie für unsere Hochzeit plant. Sie ist so eigenartig ruhig und das macht mich misstrauisch. Ich habe einen Haufen Wachmänner engagiert und denen werde ich Bilder von ihr geben, mit der Instruktion, sie rauszuschmeißen, wenn sie auftauchen soll. Was ist, wenn sie eine Perücke trägt oder in einem Helikopter kommt? Oh, ich verspreche dir, wir werden uns von niemandem stören lassen. Ist da jemand? Mach die Tür auf, dann findest du es raus. Keith. Hallo. Was willst du hier? Du hast mich eingeladen. Und du hast abgelehnt. Mehrfach. Weißt du, vielleicht habe ich es mir anders überlegt. Eigentlich war ich gerade dabei zu gehen. Oh, etwa ein Rendezvous? Ein netter Mann, den ich von früher kenne, geht mit mir essen. Du kennst doch gar keine netten Männer. Ich esse aber gern. Und ich werde dich füttern. Sag ab. Nein, ich springe nicht, wenn du sagst springen. Ist dir das noch nicht aufgefallen? Tut mir leid, ich wollte nicht aufdringlich sein. Ich dachte, du magst es, wenn dir jemand hinterherläuft. Aber was willst du von mir? Du hast doch angeblich eine Menge Freunde. Weißt du, es hat mit dir zu tun. Ich erwarte einen Gefallen von dir, wenn du deinen Weg zurück in den Capwell-Haushalt gefunden hast. Die Frage ist doch nicht, ob ich meinen Weg hineinfinde. Die Frage ist, wann. Nur umso besser. Wieso sollte ich dir einen Gefallen tun, so wie du mit mir umgegangen bist? Weißt du wirklich keinen Grund? Nein, mein Freund. Versuch doch wenigstens einen zu finden. Komm schon, mach mir die Freude. Es gibt wirklich einen. Ich dachte, ich würde es schaffen, aber ich kann es nicht. Was meinst du? Hierher zu fahren und dir nichts davon zu sagen, dass Victoria Lane dich gesucht hat. Ich fühle mich grässlich. Ich meine, so grässlich nun auch wieder nicht, aber mies genug, um es dir zu sagen. Was wollte sie? Sie war ziemlich aufgeregt und meinte, es wäre was wegen der Ohrringe. Ich glaube, es war nur eine Ausrede, um dich treffen zu können. Ja, es war falsch. Ich weiß. Was soll ich denn machen? Sie geht mir auf die Nerven. Dieser schuldbewusste Blick und dieses weinerliche Gefasel über ein und dieselbe Sache. Meinst du wirklich, es war was Wichtiges? Woher soll ich das wissen? Ich meine, ich hatte doch keine Chance, es herauszufinden, oder? Wenn du dich so benimmst, gibst du mir das Gefühl, du vertraust mir nicht. Es tut mir wirklich leid. Bist du wütend? Ich könnte niemals lange auf dich wütend sein. Ich denke, 30 Sekunden sind die absolute Obergrenze. Glaubst du, wir könnten es auf 15 runterkriegen? Wir sollten es versuchen, am besten sofort. Was ist das? Das möchte ich dir schenken. Ich habe doch gar nicht Geburtstag und Weihnachten ist auch noch nicht. Muss es immer einen Grund dafür geben? Hoffentlich gefällt es dir auch. Dessen bin ich völlig sicher. Oh, das ist ein... Oh, das ist ein Morgenmantel. Wirklich, er ist sehr hübsch. Danke, das ist sehr lieb von dir, Lilly. Es gefällt mir, etwas für dich zu tun. Erzähl mir, wie deine Verabredung heute war. Ich habe zwar noch keine feste Zusage bekommen, aber es sieht ziemlich gut aus. In ein oder zwei Tagen werde ich wissen, ob ich in Keiths Büro einziehe oder nicht. Ich verliere dich ungern an Justitia Mason, was immer auch passiert. Oh, ich glaube, ich habe wieder Fuß gefasst, Lilly. Du und ich, wir werden gute Partner abgeben für das, was ich vorhabe. Was immer es ist, ich helfe dir dabei, das weißt du. Ja, das weiß ich. Mason, wollen dein Vater und Sophia immer noch ihre Heiratspläne wahrmachen? Das steht felsenfest, würde ich sagen. Wieso? Weil ich heute einen kleinen Zusammenstoß mit Gina hatte. Dabei fiel ihre Tüte zu Boden und mir fiel etwas daraus in die Hände. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Was war das? Es war eine geprägte Einladung zur Vermählung von Gina, dem Mod Capwell. Und Channing Creighton Capwell. Sie hat sie also wirklich anfertigen lassen. Du weißt davon?
Alles, was ich weiß, ist, dass Gina offensichtlich einen gewaltigen Trumpf im Ärmel hat und ich habe keine Ahnung, was es ist. Aber ich werde mit allen Mitteln versuchen, es rauszufinden. Bist du nicht ein bisschen neugierig darauf, was ich von dir will? Jedes Mal, wenn ich auf etwas neugierig war, sind wir im Bett gelandet. Das ist zwar eine reizvolle Idee, aber diesmal will ich was anderes. Vielleicht wäre es das Beste, wenn wir uns genau darauf beschränken würden. Alles, was darüber hinausgeht, scheint uns nur Ärger zu bringen. Ich bitte dich, hör's dir an und entscheide dann, ja? Na schön, schieß los. Ich beabsichtige, der Anwalt von Capwell Enterprises zu werden. Nein, ich mein's ernst. Was? Ich möchte der Anwalt von Capwell Enterprises weltweit werden. Hör auf zu lachen, ich mein's wirklich ernst. Warte, warte, warum willst du nicht gleich mehr? Warum nicht Präsident werden? Vielleicht wäre das Gina, was. Ich bin ein guter Anwalt. Ich wäre genau der Richtige dafür. Bitte denk darüber nach, komm schon. Okay, selbst wenn ich es jemals schaffen würde, das Capwell-Haus auch nur zu betreten, wird das nur über Sophias Leiche möglich sein. Ich werde dazu allen Charme und Verstand aufbringen müssen, nur damit Cici überhaupt mit mir redet. Du wirst schon einen Weg finden. Du überschätzt bei Weitem meine Macht, Schatz. Oh nein, du bist das raffinierteste Biest, das ich kenne. Ich weiß genau, dass du es schaffen wirst. Denk doch dran, was du mit mir gemacht hast. Na komm schon. Vergib mir, Mason. Ich bin nicht Mason. Ich weiß, das ist auch gut so. Du meinst das hoffentlich ernst. Wo gehst du hin, Cruz? Ich gehe nur ein bisschen spazieren. Ich komme gleich wieder zurück. Was machst du denn hier? Cruz. Kies hat den Ohrring, den ich verloren hatte. Wie ist das möglich? Das weiß ich auch nicht. Er muss ihn am Strand gefunden haben, nachdem das Unglück geschah. Und hat er ihn die ganze Zeit gehabt, Tori? 5 Jahre lang habe ich Angst davor gehabt, dass so etwas passieren würde. Er weiß noch nicht, dass mir der Ohrring gehörte, noch nicht. Aber er wird die Wahrheit herausfinden. Das weiß ich. Tori.